Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Train Live. Wir sind hier in Frankfurt, ich kann es euch mal zeigen. Und wir haben hier 7 Waggons Holz geladen. Und ich möchte die gerne nach Dortmund fahren, denn wenn ihr hier mal auf mein Dashboard seht, Dortmund ist das nächste, was man hochpushen kann. Deswegen werde ich jetzt nach Dortmund fahren. Wir werden mal schauen, dass wir uns mal schnell eine Strecke zusammenbasteln. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war das jetzt nochmal genau? Also mit 7 Waggons Holz haben wir jetzt. Und ich würde die gerne liefern lassen. Und zwar nach Dortmund, haben wir gesagt. Können wir auch hier über die Karte machen. Dortmund Sägewerk. Da geht's hin. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange und fahren einfach los, ne? Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen und schnell nach Hause kommen. Ja. Also es hat sich ja einiges getan in dem Spiel hier bisher. Leider finde ich noch schade, dass KI noch nicht wirklich zu sehen ist. Zumindest ist sie mir noch nicht begegnet. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das mal jetzt irgendwann mal ins Spiel, also es ist ja schon da, aber wieder aktiviert wird, sagen wir es mal so. Durch den Bug ist es ja auch deaktiviert, ne? Dann gucken wir, dass wir jetzt schnell hier wegkommen. Also ich hatte, als ich hier hingefahren bin in der Nacht, eine Nebelfront und wenn ich so in den Himmel schaue, sieht es schon wieder so aus, als würden wir hier eine Nebelfront hinbekommen. So, können wir mal gucken. Da fahren wir gerade raus. Also die Kamera ist, wünschte mir mehr Kameraperspektiven. Aber ihr seht, 7 mal Holz haben wir geladen. Damit geht es dann jetzt halt los. Ne? So, gucken wir mal erst, was als nächstes kommt. Hannover wäre der nächste Bahnhof, den wir anfunken müssen. Okay. Da konnten wir das Tierchen noch mal retten. Dann schauen wir, dass wir da schnell in Dortmund abliefern können. Und dann haben wir da wieder ein paar Pünktchen mehr, ne? Oh, wir haben einen Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Also nicht wir, sondern unsere KI halt, ne? Aber unsere Firma wächst und gedeiht halt. Schauen wir mal. Oh, Hannover. Okay, der nächste Bahnhof wäre Hannover. Dann fahren wir da in Ruhe, fahren wir da rein. Ne? Also ich versuche immer mehr jetzt nach Schilder zu fahren, wobei die Schilder sind jetzt wirklich noch nicht so hundertprozentig, dass man sagen kann, man kann sich daran halten. Ne? Und auch diese Wechsel immer, also die verstehe ich auch noch nicht ganz, warum das so ist. Wenn das mal jemand weiß, der könnte mir das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Also warum sind wir jetzt von der linken Spur auf der rechten wieder? Normalerweise habe ich eigentlich immer gedacht, wir bleiben auf der rechten, aber
Scheinbar ist das nicht so. Oder das sind hier so Passagen, wo sich Züge entgegenkommen können. Das könnte ich mir auch so vorstellen, dass das Ausweichgleise sind, ne? So, ich würde mal sagen, wir funken mal Hannover Hauptbahnhof an. 2. 3. Stationsnummer 2. Normalerweise macht man das ja erst, wenn man vor der Tür da ist, aber wir wollen ja keine Zeit mit unseren Stämmen verlieren. Ist also schon wichtig, dass wir da hinkommen. Ich glaube, hier lasse ich auch ein Fahren von unseren KI bzw. von unseren Mitarbeitern. Denn es ist so, dass das Holz uns jetzt erstmal hilft, hochzukommen. Ne? Das System dahinter habe ich noch nicht wirklich verstanden. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal verstehen werde. Denn wie gesagt, man weiß jetzt im Moment noch nicht, was ein Feature ist oder was jetzt ein Bug ist. Ne? Wir sollten jetzt mal ein bisschen hier aufpassen. Jetzt kommt erstmal eine Kurve hier, dass wir jetzt rausfliegen. Dann fahren wir auch schon in den Bahnhof Hannover rein und danach können wir direkt schon einen Funkspruch wieder absetzen. Für Hannover Lagerhaus, glaube ich, kommt denn. Fahren wir erstmal jetzt langsamer hier durch den Bahnhof durch. Schauen wir mal, was hier so wunderbar klappt, denn ich mir vorstelle, ne? Oh, die bremsen uns aber jetzt ganz schön ab. Ja, dass hier keiner einsteigen will, auf unsere Stämme rumsurfen. So, dann werden wir direkt Hannover Lagerhaus anfunken. 3. Stationsnummer. Ja. Gut, wissen die auch Bescheid, dass wir kommen, weil das kommt jetzt direkt hinterher. Also wir sind noch nicht ganz hier raus und dann fahren wir wieder in Hannover Lagerhaus rein. Morgens hier schon. Hier wieder auf die linke Seite. Also das ist ganz, ja, merkwürdig, für mich zumindest. Ich wäre jetzt rechts geblieben, ne? Aber man denkt ja immer in Deutschland Rechtsfahrgebot und keine Ahnung. Schwierig abzuschieben. Da ist schon die Einfahrt für Hannover Lager. Sozusagen der Güterbahnhof, ne?
Also da von den 50 stand ja gerade gar nichts, ne? Ich glaube, jetzt habe ich aufgepasst und sind auch auf dem falschen Gleis. Mal schauen. Was käme denn hier nach? Da kann ich vorbei. Hannover Farm, Dortmund Stahlwerk brauche ich auch nicht anfunken, da kämen nur noch Sägewerke. Okay. Nein, 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 nein. Oh nein, wir entgleisen, wir entgleisen, wir entgleisen, wir entgleisen. Sieh alles. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nicht aufgepasst. Entgleist. Das kostet uns richtig Geld. Wie kostet uns das? 10.000. Verdammt, da habe ich. Das sage ich gerade eben. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Dann. Zurück, Marsch, Marsch. Ich habe alles gezogen, was ging, aber wir sind dann noch gegengeknallt. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier rückwärts rauskommen. Verdammt. Ich hatte es mir noch gedacht, weil unten blau war. Ich möchte gerne von hier nach rechts rüber. Geht das? Unsere erste Strafe im Spiel. Ja, auch nicht. Halten wir mal hier an. Gucke ich mal, ob ich es schaffe, rüber zu kommen. Aber ganz langsam jetzt hier. Also ist das erste Mal in den ganzen Folgen, dass uns das passiert ist. Ich glaube, wir sollten stoppen. Wir haben noch Reverse drin. Reverse raus. Ich hoffe, dass das zählt, dass wir jetzt rechts abbiegen können. Einfach auf mal das Gleis zu Ende. So, lässt du mich jetzt rechts rumfahren oder eher nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja, lässt das schon mal gut. Okay, dann glaube ich. Ach, das ist ganz merkwürdig, ne, dass uns das jetzt passiert. 10.000 Strafe. Ja, dann war die Tür jetzt für die Katzen, ne? Würde ich sagen. Aber egal. Passiert dem besten Triebwagenführer, dass der mal einfach gegen so einen Park Prellbock fährt. Also ich fände das cool, wenn man im Spiel noch selber die Weichen, also dieses Stellen, Umstellen mit Q und E. Ist lustig, aber ich würde mir wünschen vor der Fahrt, dass man selber auf der Karte die Weichen stellen könnte, also sozusagen seine Strecke wirklich planen kann. Das wäre, glaube ich, noch mal besser gewesen. Aber wir wollen ja mit dem arbeiten, was wir haben. Kein Hate oder sonst was. Es wäre einfach, ich glaube, Quality of Life gewesen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt schnell hier rauskommen.
Und das verstehe ich. Guck mal, jetzt oben steht 120 Tempolimit, unten steht 120 und gleich kommt, springt er auf 110. Das so richtig jetzt gesehen hatte. Ansonsten bleiben wir jetzt mal hier bei den 120. Wie gesagt, unser erster Unfall. Kann es kaum glauben. Aber es kann nicht immer alles reibungslos laufen. Schöner Kanal, ja. Und nicht jetzt noch bezahlen hier wegen Geschwindigkeit. Schaut mal, da oben steht jetzt 50 oben rechts. Unten habe ich aber Geschwindigkeitsbegrenzung 70. Und dann kommen die Schilder. Worauf soll man sich jetzt verlassen? Oder was zählt jetzt? Zählt jetzt unten die 70? Zählt jetzt oben die 50? Nächstes Tempolimit? Also, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein bisschen verwirrend für den Triebwagenführer hier. Geht hier bergauf. Ich merke, dass ich muss hier richtig Gas geben. Beziehungsweise, wann soll ich anfangen, Geschwindigkeit zu reduzieren? Ich glaube, das ist im Moment noch mein größtes Problem, was ich mit diesem Spiel habe. Nicht einschätzen zu können, wann ich meine Geschwindigkeit reduzieren muss, um nicht in die Strafe zu geraten. Ne? So, jetzt kommt 120, obwohl da die ganze Zeit 50 steht. Ne? Also das sind so Sachen, die wollen nicht in meinen Kopf so rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass es... So, jetzt lass mich mal eben schauen, jetzt kommen wir Dortmund noch vorbei und dann sind wir schon im Sägewerk. Unser erster Unfall, was sollen wir sagen, ja? Mal hupen, wenn ein Tier auf dem Gleis ist bei der Geschwindigkeit. Da sieht man nicht mehr viel von dem Tier, ne? Wenn wir da mal reinknallen. Da sitzt es. Links, war aber links auf der... im Streckenabschnitt. So, hier jetzt Dortmund vorbei und dann zack ins Sägewerk rein und dann wenn wir da abladen. Gut, okay, wir haben 10.000 Strafe bekommen. Aber mir wurden die, glaube ich, nicht abgezogen. Ich habe noch einmal 264.000. Ne? Dann schauen wir mal, was unsere Mitarbeiter machen, eben schnell. Denn der eine war ja schon fertig, ne? Ereignis, was heißt Ereignis? Da müssen wir auch mal gucken. Und er zum Start fahren. Er fährt jetzt wieder zurück, glaube ich, ne? Von Dortmund zurück. Müssen wir mal gucken, dass er da auch etwas mitnimmt. Das wäre vielleicht besser. Und er hat mal gerade 30.000 verdient, aber Ereignis. Das weiß ich auch noch nicht, was das heißt. Das müssen wir gleich mal schauen.
Naja, bis auf den Unfall war es ja eigentlich doch eine tolle, tolle Strecke. So, gucken wir mal. Dortmund Sägewerk können wir dran anfunken. Drei Stationsnutzung erstmal. Und dann, wenn wir da sind, können wir abladen. Schon mal runter, weil ich bin mir jetzt nicht an der Sonnenstrecke. Da können wir noch Gas geben. Ich habe gedacht, hinter der Kurve käme jetzt schon hier direkt der Güterbahnhof, aber nein. Wir müssen noch Strecke machen. Hier haben die uns bestimmt auf 80 runtergedrosselt. In den Wohnhäusern. Also das wird hier auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lange dauern, bis man hier in dem Spiel vorankommt. Also ich meine jetzt nicht den Fortschritt, das Spiel macht ja Spaß, aber wenn man sagt, okay, man möchte sich ein Unternehmen aufbauen, das wird dauern, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man das in 2, 3 Stunden oder so schafft. Oder 10 Stunden, ne? Also das wird viel, viel länger dauern. So, da vorne ist unsere Einfahrt. Wir werden jetzt mal ein bisschen vom Gas gehen. Ich möchte da auch jetzt nicht so reinballern. Und wir schauen dann, dass wir hier schnell, seht schon, den dampfenden Schornstein, das Holz abladen können, damit das verarbeitet werden kann. So, dann stehen wir hier, dann funken wir die mal an. Dortmund Sägewerk 3. 3 liefern 4. 3. 3. 5 und 5. So, automatische Lieferung 2. Sehr gut. Jo, passt alles soweit. Dann fahren wir jetzt. Abliefern. Damit wir schnell hier raus sind. Wir bekommen unser Geld dann hoffentlich. Gleich jetzt mal anteilig minus 10.000. Wäre natürlich cool. Sind sogar auch noch auf dem richtigen Gleis. Also hier soll ja so angedeutet werden, dass man hier entladen kann. Dann gucken wir mal, richtig stehen hier und dann entladen wir hier. Unsere Lok hat aber irgendwie keine Kratzer oder so abbekommen. So. Würde ich sagen, stehen wir gerade und entladen hier schnell und zack, haben wir ein bisschen Geld bekommen
Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder einen Schritt näher sind. Na, wo haben wir es? Dortmund Stämme. Ja, seht ihr? Nur noch viermal Stämme brauchen wir jetzt. Ne, Quatsch, wir haben 14 von 10 sogar. Benzin wird jetzt benutzt. Und ich habe fast schon wieder ein Level ab. Das ist doch sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächsten Part wieder dabei seid, wenn es heißt, unser Train Live oder besser gesagt der Euro Train Simulator, ne? So gerne wie ich den so nenne. Ja, wenn ihr mit im Führerstand seid, bis und.